dass Gutverdienende gar nichts zahlen und wir deshalb weniger in die Qualität investieren können, wäre mit Sicherheit der falsche Weg. Ja, hallo zusammen, wir melden uns heute von der Fraktionsklausur der CDU-Landtagsfraktion, wo viele Themen besprochen worden sind und aktuell macht die SPD ja unter anderem auch Stimmung beim Thema gebührenfreie Kitas. Wir haben da mit Susanne Eisenmann, unsere Kultusministerin, die da engagiert bei der Sache mit dabei ist. Und Susanne, da wäre die Frage, wie ist dein Blick auf die Frage von gebührenfreie Kitas? Ich glaube, dass gebührenfreie Kitas in die völlig falsche Richtung gehen. Es ist auch sozial nicht gerecht. Natürlich müssen wir sehen, dass Familien sich unsere Kitas leisten können, aber dass Gutverdienende gar nichts zahlen und wir deshalb weniger in die Qualität investieren können, wäre mit Sicherheit der falsche Weg. Wir wollen sozial gestaffelte Kita-Gebühren, aber wir wollen in die Qualität investieren, in Sprachförderung, in motorische Förderung. Ich glaube, das ist wichtiger und deshalb geht es in die völlig falsche Richtung. Gebührenfreiheit heißt also nicht auch gleichzeitig auch sozial gerecht. Dein Ansatz ist ja eher Blick auf Qualität, Blick auf mehr Kita-Plätze, Blick auf mehr Plätze für Erzieherinnen und Erzieher. Da wäre die Frage sozusagen, wie diese Dinge dann auch in Einklang kommen. Also wir investieren ja heute schon in die Betreuung von Kindern in Baden-Württemberg von 0 bis 6 Jahren 1,5 Milliarden Euro und werden bis 2021 dieses steigern auf insgesamt 2 Milliarden Euro. Und wir haben jetzt ein Programm aufgelegt vor einigen Wochen, wo wir gezielt in die Qualität investieren. Qualität heißt Förderprogramme, aber Qualität heißt tatsächlich mehr Plätze, ausreichend Plätze und natürlich gut ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher, die auch in der Ausbildung Geld verdienen. Das ist, glaube ich, Qualität und das ist wesentlich wichtiger, als zu sagen, es kostet gar nichts. Und ich weiß auch von Eltern, dass die sehr viel Verständnis dafür haben. Unsere Aufgabe ist es, eine sozial faire Staffelung zu haben, dass es sich auch wirklich alle leisten können und Familien nicht über Gebühr belastet werden. Aber wir haben sehr viele Gutverdienende, für die das nicht das Thema ist und deshalb heißt Qualität vor allem flexible Angebote und es heißt vor allem ausreichend Plätze mit guten Erzieherinnen und Erziehern. Aktuell verhandelst du ja oder bringst du gemeinsam mit den Trägern den Pakt für gute Bildung und Erziehung auf den Weg. Parallel macht der Bund das Gute-Kita-Gesetz. Da ist noch die Frage, sozusagen, wie sich das dann zusammenfügt. Wir werden es ineinander fügen und das ist auch wichtig. Der Pakt für frühkindliche Bildung und Betreuung trägt die Handschrift der CDU. Uns ist wichtig, dass wir Kinder in dem Alter gezielt fördern, gemeinsam mit den Eltern, die Möglichkeit schaffen, bestmöglich nachher in die Grundschule starten zu können. Das Gute-Kita-Gesetz ergänzt in Leitungszeit, dass beispielsweise Erzieherinnen und Erzieher die Möglichkeit haben, sich ausreichend zu kümmern, auch um andere Themen, Konzepte umzusetzen, sind alles wichtige Aspekte. Man muss nur eins sehen, das Gute-Kita-Gesetz des Bundes sind einmalige Zahlungen. Das sind nicht Dauerfinanzierungen. Das, was wir machen in Baden-Württemberg, was wir als CDU auch geprägt haben, sind jährlich wiederkehrende Kosten, gut investiertes Geld. Aber das greift ineinander und ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass deutlich wird, uns ist die Betreuung unserer Kinder viel Geld wert. Und da muss auch die Qualität stimmen, das erwarten auch die Eltern. Und genau das zeigen ja gerade auch aktuelle Umfragen, dass auch Eltern das Thema Qualität und Angebot viel wichtiger ist als Gebührenfreiheit. Bekommst du das auch direkt als Rückmeldung so von den Eltern? Die Eltern brauchen verlässliche Betreuung. Sie wollen vor allem, dass die Kommunen, dass die Träger ausreichend Plätze zur Verfügung stellen. Und sie wollen gute Betreuung. Sie wollen auch einen guten Betreuungsschlüssel, dass die Erzieherinnen und Erzieher sich nicht um allzu viele Kinder kümmern. Da hat Baden-Württemberg bundesweit den besten Betreuungsschlüssel. Das empfinden Eltern tatsächlich als Qualität. Die Rückmeldung kommt auch und bestätigen auch viele Umfragen. Eltern sagen, ihnen ist die Qualität, die Verlässlichkeit und ausreichende Möglichkeiten zur Betreuung wichtiger als Gebührenfreiheit. Und darum müssen wir uns kümmern. Perfekt, vielen Dank. Und ihr seht, das Thema ist bei unserer Kultusministerin in den allerbesten Händen. So viel mal als kurzes Update. Wir melden uns da auch in den nächsten Tagen mit weiteren Informationen. Aber so viel mal zur Haltung der CDU, wo uns wichtig ist, dass wir an der Seite von Eltern stehen, dass wir an der Seite von Familien, von Alleinerziehenden stehen und vor allen Dingen keine populistische Debatte führen, nach Motto Freibier für alle, sondern bessere Qualität und beste Qualität auch für die Kinder in Baden-Württemberg. Vielen Dank. So ist es.